Die beiden Trainer sind da, die Presse ist da. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel TuS in Lübeck gegen Frisch auf Göppingen. 25:25 der Endstand, 10:11 war der Halbzeitstand. Wir haben uns heute über 1349 Besucher gefreut, zahlende Gäste. Begrüße zu meiner Linken den Gästetrainer Dr. Rolf Rack und zu meiner Rechten Aaron Zirke. Gratulieren kann man ja eigentlich beiden Trainern zum Punkt. Ob sie es annehmen, weiß ich nicht. Wir werden es gleich hören. Rolf, wir haben auch mal eben noch mal geschaut auf das, was in den letzten Minuten passiert ist. Ihr habt 6 Minuten vor Schluss noch mit 22:24 geführt. Tor von Jakob Bagerstedt und ihr habt es nicht nach Hause gebracht. Was ist da in den letzten Minuten passiert? Ja gut, das, was schon einige Male passiert ist, dass wir in den letzten 13 Angriffen 10 Gegentore bekommen haben. Das heißt, die Abwehr hat es immer weniger geschafft, den Angriff von Nettelstedt auf einer Quote zu halten, mit der man dann ein Spiel nicht über einen Angriff gewinnen muss, sondern über die Abwehr das Ganze hinbekommen kann. Dann hatten wir, wie gesagt, das 4. Spiel in 10 Tagen. Davon war 2 Tage Anreise Leipzig mit Spiel plus langer Busfahrt. Dann 2 Tage Arendal in Norwegen mit Anreise, 10 Stunden lang hin und zurück jeweils, 2x10 Stunden. Und dann jetzt auch nochmal diese 2 Tage hierher. Sind gestern auch 9 Stunden im Bus gehockt wegen Stau in Dingses. Deswegen wird es viele wundern, aber ich kann mit dem Punktgewinn sehr gut leben. Wir haben jetzt im 3. Spiel 2-mal gewonnen, 1-mal unentschieden gespielt, weil ich auch die Leistung vom Gegner absolut respektiere. Ich finde, sie haben aus meiner Sicht ihr bestes Saisonspiel gemacht, sowohl spielerisch wie kämpferisch, haben auch mit unserer Taktik irgendwo sich zurechtgefunden, haben einige Bälle ins leere Tor geworfen. Gut, und wir haben dann natürlich den 7-Meter, der eigentlich die Entscheidung hätte sein können, 1,5-2 Minuten vor Schluss zum 2-Tore-Vorsprung verschossen, haben dann einen Kemper mit einem 5-Meter-Winkel, den Zlatko Ferić noch als Rechtshänder reingemacht hätte, haben wir leider nicht genutzt und deswegen muss man einfach sagen, dass ich, wie gesagt, das auch als gerecht finde, weil es war so, dass auch von der Bank fand ich, bei Lübeck viel kam, ob es der zweite Linkshänder war, der dann kam, ob es dann vor allem Girak war, dass Bechtloff gerade in einer Bombenform ist, ist auch keine Frage. Und von daher denke ich, müssen wir einfach die Kirche als Frisch auf Göppingen noch ein bisschen im Dorf lassen. Und einfach, wie gesagt, die Leistung vom Gegner respektieren. Ich denke, dass wir müde sind, sieht man an 19 Fehlwürfen. Und das ist auch die Erklärung, warum ich dann sehr viel 7-6 gespielt habe. Weil wir hatten eigentlich ganz wenig Wechselmöglichkeiten. Zum Glück kam dann von der Bank über Fontaine noch der ein oder andere Impuls. Aber ansonsten war, wie gesagt, Bagerstedt eigentlich, hätte nicht spielen sollen, dürfen. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Der hat seine Sache herausragend gut gemacht, hat sich geopfert. Und von daher hatten wir schon, wie gesagt, so auf den tragenden Abwehr- und zentralen Rückraum- und Kreispositionen kaum Wechselmöglichkeiten, sodass ich dann bei dem engen Spielstand, der es ja eigentlich immer war, dann einfach diese Abwehrproblematik von der Beinarbeit her gesehen habe, dass dann immer so der letzte Schritt funktioniert hat und dass dann auch Tore gefallen sind, die nicht immer reingehen, wenn ich an diesen Elfmeterschuss von Bagerstedt denke. Der war ja wie im Lehrbuch, auch nicht mal auf die Ecke, wo er normalerweise am liebsten schießt. Und deswegen kann ich mit dem Ergebnis sehr, sehr gut leben. Danke. Aaron, der Bann ist gebrochen. Der erste Heimpunkt zu Hause jetzt erzielt. Rolf hat es ein paar Mal gesagt, er kann mit dem Punkt sehr gut leben. Er hat ja auch dein Team, unser Team sehr gelobt. Inwieweit kannst du mit dem 25:25 leben? Ja, ich kann mit dem Punkt auch sehr gut leben. Ich meine, das ist ja schön, Rolf hat das ja schon sehr detailliert eigentlich alles gemacht. Ich muss ja gar nicht mehr so viel sagen. Ja, also wir haben ja wirklich, einen super Fight hingelegt. Wir haben auch am Ende nicht aufgesteckt. Dann natürlich ein ganz wichtiger Impuls, eben der gehaltene 7 Meter, wo auch die Halle dann nochmal mehr kam, die vorher schon gute Stimmung gemacht hat. Dann Marco in Unterzahl, wo er den Ball da wirklich in den Winkel reinjagt. Das ist natürlich dann halt eben, so Big Points, die man dann eben setzt, die auch vielleicht dem Gegner dann eben wehtun. Ich glaube, wenn hier bei 2-Tore-Führung mit Ballbesitz eben das 3. macht, dann wird es für uns ganz, ganz schwer, da noch wieder zurückzukommen.
Aber ich glaube, wir haben ja gerade in der Anfangsphase ein ganz, ganz starkes Spiel hingelegt. Rolf sagte, viele Fahrkarten. Da lobe ich dann Joel mal, der dann in der Phase auch sehr gut gehalten hat. Und ja, versäumen das dann eigentlich, vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher in Führung zu gehen. In der Phase haben wir noch zwei von außen, die wir liegen lassen, 7 Meter, die wir liegen lassen, zweimal 1-1 frei vor, die wir nicht reinmachen. Da hätten wir vielleicht dann Göppingen noch ein bisschen mehr stressen können. Aber Göppingen ist natürlich auch jetzt eine Mannschaft, wo man auch Rolf wirklich ein Kompliment machen muss. Gerade taktisch eben setzen sie mehr und mehr eben das Konzept von ihm auch eben um. Ob das jetzt im Gleichzahlspiel ist oder auch eben mit dem 7. Feldspieler, was sie sehr gut machen, wo man merkt, dass mehr und mehr die Automatismen auch eben kommen. Und das haben sie schon wirklich richtig gut gemacht. Und da muss man wirklich sagen, eben für mich ist Göppingen auch eine Mannschaft, die viel weiter nach oben gehört. Und deswegen schätze ich auch diesen Punkt, den wir geholt haben, sehr, sehr hoch ein. Ich denke mal, dass ihr auch in den nächsten Spielen, wenn ihr dann gegen unsere Konkurrenten spielt, dann auch gerne beide Punkte holen dürft immer. Da wäre ich dann auch sehr zufrieden mit. Und von daher, ja, bin ich einfach glücklich über den ersten Heimpunkt. Jetzt können wir ein bisschen nach vorne gucken, haben dann ein wichtiges Auswärtsspiel in Hüttenberg. Und dann haben wir hier noch zwei Knallerspiele im Dezember. Und ich denke mal, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Und ja, das ist das, was mich zuversichtlich für die nächste Zeit stimmt. Danke. Kleine Ergänzung noch, wenn ich nicht ganz falsch davor bin, ist das nächste Spiel von euch gegen Erlangen. Ne? Mhm. So, also Konkurrenz von uns. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Scheint für den Moment alles geklärt zu sein. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Die beiden Parallelergebnisse haben wir noch. SC Magdeburg gegen TBV Lemgo 35-28 und MT Melsungen gegen die Eulen aus Ludwigshafen 25-19. Ich wünsche allen einen schönen Abend, euch eine gute weitere Saison und eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Ja, vielen Dank.